nahtloser Übergang. Ja, ein herzliches Willkommen, hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, hier im Privileg in Hamburg. Schön, dass Sie alle schon so zahlreich erschienen sind. Ich begrüße Sie zum offiziellen Wiegen des morgigen Box-Events von Susi Kentikian und Care Energy und natürlich auch Jürgen Langos, unseren alten Freund, der ist auch dabei, einer der offiziellen, so viel Spaß muss sein. Also Care Energy und Susi Kentikian präsentieren Ihnen morgen Abend Boxen der Extraklasse aus der Inselpark Arena im Hamburger Süden in Hamburg-Wilhelmsburg. Meine Damen und Herren, das Motto des morgigen Abends ist The Queen Takes It All, was so viel heißt, die Queen, die Killer Queen ist zurück. Nach 11 Monaten ist sie endlich wieder im Ring, Susi Kentikian, und will ihre Gürtel nun endlich vereinigen. Der Hauptkampf des morgigen Abends, so gegen 0 Uhr, live auf Sport 1. Die WBA, WIBF und GBU-Weltmeisterschaft der Damen im Fliegengewicht zwischen der Lokalmatadorin und Weltmeisterin Susi Kentikian und Susana Cruz Perez. 10 Kämpfe stehen auf dem Programm, meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde. Um 19 Uhr öffnen die Tore und um 20 Uhr wird geboxt. 10 Kämpfe stehen auf dem Programm, 2 weitere Meisterschaften, da sollte also für jeden etwas dabei sein. Wie gesagt, 19 Uhr geht's los, die Tore öffnen und dann um 20 Uhr wird geboxt. Einige wenige Restkarten sind noch zu haben, deshalb kommen Sie vorbei, wenn der Boxzirkus schon einmal in der Stadt gastiert. Und nun, meine Damen und Herren, bitte ich Sie um einen großen Applaus, denn zu uns kommt der Macher von Care Energy und auch vom morgigen Box-Event, Martin Kristek. Martin Kristek, CEO von Care Energy und auch der Macher des Events am morgigen Abend. Was erwartet uns und die Zuschauer im Hamburger Süden? Wie kann man es von mir anders erwarten? Es erwartet uns eine Wahnsinnsveranstaltung mit richtig viel Power dahinter. Das heißt, die Susi wird im Hauptkampf natürlich der Gegnerin so richtig eine auf die Mütze hauen. Aber auch die Vorkämpfe, die dran sind, sind hochklassig, sind qualitativ und richtig powervoll, wie es sich für uns als Care Energy auch gehört. Absolut. Sie sponsern Susi Kentikian, deshalb sind die Erwartungen wahrscheinlich auch an Sie sehr hoch. Haben Sie das Gefühl, Sie schafft es wieder, den Ringrost abzuwerfen und die alte Susi Kentikian zu sein? Hallo? Ist nur eine Frage. Natürlich, natürlich. Sie ist eine Hamburgerin. Und Hamburg war mal das Zentrum des Boxens hier in Deutschland. Das haben wir wieder zurückgeholt und die Susi wird morgen so richtig einen Kampf hinlegen. Dann wünschen wir viel Erfolg und nochmal herzlichen Dank. Großen Applaus für den Macher vom morgigen Abend, Martin Kristek. Zu uns kommt er auf die Waage, wollen wir es dann hoffen, wenn er uns hört. Vielleicht ist er ja schon nach Bremen abgereist. Besmir Plaku! Da ist er! Das kommt auf dich an, wenn du das Gewicht so bringst, kannst du gerne auf die Waage kommen. Ich nehme an, das Gewichtslimit 76,2 beim Supermittel. Ja, das. Ich bin nur die Stimme. Ich bin nur die Stimme des Boxens. Yeah! Hier ist er, jetzt aber mal einen Applaus für. So. Aus, ja. Sehen, aus, sehen. Martin! So, ist jetzt doch der Boxer des ersten Kampfes, Emin Atra, 26 Jahre jung, 1,83 Meter groß, Profi seit diesem Jahr, seit 2015. Er ist ungeschlagen, 3 Kämpfe, 3 Siege, 3-mal gewann er durch K.O. Jetzt hier auf der Waage aus Bielefeld, Emin Atra. ...78,2 Kilogramm für Emin Atra. Man darf ruhig mal applaudiert werden, meine Damen und Herren. 78,2 ist in dem Falle nicht so tragisch, weil der Kampf findet im Supermittelgewicht statt und ist kein Titelkampf, deshalb überhaupt kein Problem. Gut. Gut, meine Damen und Herren, dann versuchen wir es nochmal mit dem zweiten Kampf. Zu uns kommt morgen in die rote Ecke, heute auf die Waage, Zeynel Elbir. Also er müsste da sein, ich habe schon mit ihm gesprochen. Und Dr. Inert sagt das auch, er hat ihn schon untersucht. Sah er denn gut aus, frisch, frisch, fröhlich, frei? Wunderbar, sehr gut sah er aus. Okay. Ready to fight. Ready to fight, okay.
Ah, da kommt er. Zendel Elbier. Zendel Elbier fragt, ob er sich ausziehen soll. Ich kann Ihnen derweil die Fakten sagen. 21 Jahre jung, 1,75 Meter groß, Profi seit einem Jahr. Ebenfalls ungeschlagen, 2 Kämpfe, 2 Siege, zweimal gewann er durch K.O. aus der Bundeshauptstadt Berlin. Kommt er zu uns auf die Waage. Zeynel Elbier. Zeynel Elbier. Wie gesagt, ungeschlagen, 2 Kämpfe, 2 Siege, zweimal gewann er durch K.O. aus Berlin. Zeynel Elbier wiegt heute. Zu wenig gegessen hat er auch noch. Thomas Pütz, der BDB-Präsident, natürlich mit Argusaugen. 72 Kilogramm für Zeynel Elbier. Ja, meine Damen und Herren, hier geht es direkt weiter. Der nächste Kampf ist im Cruisergewicht angesetzt. Das Gewichtslimit 90,7 Kilogramm. Und zu uns kommt in die blaue Ecke morgen und heute auf die Waage Marek Kowalewskis. Okay, der Gegner ist doch da. Okay, der Gegner ist doch da. Zurück noch einmal. Jetzt kommt er zu uns. Morgen 4 Runden Supermittelgewicht. Besmir Blaku. Ja, viel Verkehr. Besmir Blaku. Profi seit 2015, einen Kampf bisher gemacht. ...77,5 Kilogramm für Besmir Blaku. So, meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, 4 Runden im Cruisergewicht sind angesetzt. Der nächste Kampf am morgigen Abend. Zu uns kommt Marek Kowalewskis. Hier ist er. Da darf ruhig mal applaudiert werden. 31 Jahre ist er jung. 1,74 Meter groß. Profi seit 2008. Sein Kampfrekord 19 Kämpfe, 2 Siege, einmal gewann er durch K.O. aus Tukums in Lettland. 90,0 Kilogramm für Marek Kowalewskis. Oh, meine Damen und Herren, zu uns kommt jetzt auf die Waage der ehemalige MMA European Champion und deutsche Meister im Kickboxen. Großen Applaus für Timur Dugatsayev. Timur Dugatsayev ist der Manager vom Weltmeister im Schwergewicht von Russland. Chagayev ist 30 Jahre jung, 1,77 Meter groß, Profi seit 2013. Er ist ungeschlagen, 3 Kämpfe, 3 Siege, zweimal gewann er durch K.O. Mit 91 Kilo, Timur Dugatsayev. Einen kurzen Stare-Down für die beiden. Der Mann zu ihrer Linken ist Arthur Grigorian, auch der Trainer von Susi Kentikian. Hallo, herzlich willkommen. Lockeres Tänzchen noch. Selbst WBO-Weltmeister im Leichtgewicht über viele Jahre. Jetzt auch in der Ecke von Timur Dugatsayev. Ja, vielen Dank. So, meine Damen und Herren, wir kommen ins Weltergewicht. Morgen Abend 6 Runden sind angesetzt. Das Gewichtslimit 66,6 Kilogramm. Der Gegner Mazen Girke steht leider noch im Stau. Er kommt aus Berlin, deshalb wiegen wir heute nur die rote Ecke ein. Begrüßen Sie mit einem großen Applaus
Andranik Hakobian. Endlich einmal pünktlich auf der Waage. Wunderbar. Herzlich willkommen. 26 Jahre jung, 1,75 Meter groß. Profi seit diesem Jahr ungeschlagen. 2 Kämpfe, 2 Siege. Zweimal gewann er durch K.O. aus Aarau in der Schweiz. Mit 66,6 Kilogramm. Andriandek Hakobian. Wie gesagt, der Gegner Masen Girke wird morgen früh dann nachgewogen vom BDB. So, meine Damen und Herren, wir nähern uns einem weiteren Highlight am morgigen Abend. 4 Runden im Superweltergewicht sind angesetzt, das Gewichtslimit 69,8 Kilogramm. Morgen kommt er in die blaue Ecke, heute kommt er zu uns auf die Waage. Einen großen Applaus für Josef Holub. Nicht so zaghaft, meine Damen und Herren, dürfen Sie schon mal in die Hände klatschen. Da ist Josef Holub, 32 Jahre alt. 1,65 Meter groß. Ist Josef Holub, Profi seit 2004. 83 Kämpfe, 5 Siege. Zweimal gewann er durch K.O. und kommt jetzt auf die Waage. Aus Teplice in der Tschechischen Republik. Ihr Applaus. Genau am Limit. 69,8 Kilogramm für Josef Holub. So, meine Damen und Herren, morgen kommt er in die rote Ecke, heute zu uns auf die Waage. Einen großen Applaus für Magomed Yangubayev. Magomed Yangubayev, 25 Jahre jung, 1,70 Meter groß, Profi seit 2008. Sein Kampfrekord fast perfekt, 8 Kämpfe, 7 Siege. Dreimal gewann er durch K.O. aus Hamburg. Magomed Yangubayev. ...67,0 Kilogramm für Magomed Yangubayev. Please do the stare down. Morgen Abend 4 Runden im Superweltergewicht. 69,8 Kilogramm. Faire Geste hier noch das Abklatschen. So, meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, willkommen zur ersten Meisterschaft. Es geht um die Krone der WBA, WIBF und GBU, die internationale Meisterschaft im Leichtgewicht. Das Gewichtslimit 61,2 Kilogramm. Begrüßen Sie auf dem Weg in die blaue Ecke, heute auf die Waage, Marta Patricia Lara. Titel sind vakant, meine Damen und Herren. 3 Titel, 2x international, 1x interkontinental, WBA, WIBF und GBU. Die Herausforderin kommt aus Aguascalientes in Mexiko. 23 Jahre alt, 1,67 Meter groß, Profi seit 2010, Marta Patricia Lara. Gewichtslimit 61,2 Kilogramm. Delegierte Jürgen Lutz ebenfalls dabei hier vorne. ...62,8 Kilogramm, das heißt, es muss noch circa 1 Kilogramm runter. Dazu hat die Dame noch 2 Stunden Zeit. 1 Kilogramm zu viel. Circa 2 Stunden hat die junge Dame noch Zeit aus Mexiko, dieses Kilo abzukochen. Sauna oder noch eine Runde Radfahren auf der Mönckebergstraße. Dann wird sie nachgewogen und dann geht es hier nochmal beim BDB auf die Waage. Und nun, meine Damen und Herren, kommt zu uns auf die Waage. Begrüßen Sie Alicia Melina Kummer. Gewichtslimit 61,2 Kilogramm.
Alicia, 27 Jahre jung, 1,71 Meter groß, Profi seit 2014. Sie ist ungeschlagen. 7 Kämpfe, 7 Siege, 7-mal gewann sie durch K.O. In Buchholz geboren, jetzt kommt sie aus Hamburg. Alicia Melina Kummer. 60,7 Kilogramm. 60,7 Kilogramm für Alicia Melina Kummer. And please to the stare down, ladies. Lara, please to the stare down. Morgenabend internationale, interkontinentale Meisterschaft nach WBA, WIBF und GBU. Alicia Melina Kummer gegen Marta Patricia Lara. Ein großer Applaus für beide Boxerinnen. So, meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Titelkampf, zu einem der Hauptkämpfer am morgigen Abend. 10 Runden WBC Baltic Championship sowie die internationale deutsche Meisterschaft sind angesetzt. Begrüßen Sie auf dem Weg zur Waage Andras Ksomor. Die schwergewichtigen Jungs kommen auf die Waage. Andras Ksomor, 27 Jahre alt, 1,82 Meter groß, Profi seit 2013. Er kommt aus Budapest. 20 Kämpfe, 12 Siege, 10-mal gewann er durch K.O. Andras Ksomor! ...98,0 Kilogramm für Andras Ksomor. Und nun, meine Damen und Herren, kommt zu uns morgen in die rote Ecke, heute auf die Waage, Sedat Gashingan Gashi. ...25 Jahre alt, 1,84 groß, Sedat Gashi, Profi seit letztem Jahr. Er ist ungeschlagen, 10 Kämpfe, 10 Siege und 10 K.O.s aus Zweibrücken. Jetzt hier auf der Waage, Sedat Gashi. 98,5 Kilogramm für The Gashingan Sedat Gashi. 98,5. And to the stare down, please. Wie gesagt, 10 Runden WBC Baltic Championship im Schwergewicht. Und es geht auch um die internationale deutsche Meisterschaft. Morgen Abend der zweite Hauptkampf des Abends. Einige wenige Restkarten sind noch zu haben für die Inselpark Arena. Da sollten Sie also unbedingt vorbeikommen. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Wiegen des Hauptkampfes am morgigen Abend. 10 Runden WBA, WIBF und GBU Weltmeisterschaft im Fliegengewicht der Damen. Das Gewichtslimit 50,8 Kilogramm. Und zu uns kommt morgen in die blaue Ecke und heute auf die Waage
aus Tlalpantla, Mexiko, Susana Cruz Perez. Susana Cruz Perez, 25 Jahre jung, 1,53 Meter groß, Profi seit 2009. Ihr Kampfrekord, 23 Kämpfe, 17 Siege, 8-mal gewann sie durch K.O. aus Tlalnepantla in Mexiko, Susana Cruz Perez. Die Delegierten am morgigen Abend sind Thomas Pütz und Jürgen Lutz, auch hier vorne an der Waage. Und auf der Waage ist Susana Cruz Perez, Gewichtslimit 50,8 Kilogramm. 51,0 Kilogramm für Susana Cruz Perez, das heißt noch 200 Gramm müssen runter. 51,0 Kilogramm, wie gesagt, Susana Cruz Perez hat dafür 2 Stunden Zeit, dann wird sie nachgewogen. Thank you very much. Es wird ja gerade noch über die 200 Gramm diskutiert, was noch entblößt wird, aber... Also wie gesagt, es geht um 200 Gramm und können ja kurz mal den BDB-Präsidenten fragen. 200 Gramm sind nicht viel, was macht man da? Wie lange hat man Zeit? Na, 2 Stunden hat sie Zeit, dann muss sie sehen, dass sie halt in 2 Stunden muss nachgewogen werden. Und wenn sie es nicht schaffen sollte, dann können wir halt keinen Titelkampf hier stattfinden lassen. Aber ich denke, 200 Gramm sind zu machen, also das sehe ich jetzt nicht als großes Problem an. Wenn nicht, müsste sie sich halt, noch den Bikini anziehen oder so. Keine Ahnung. Klare Aussage, 200 Gramm sind zu machen. So, meine Damen und Herren, volle Konzentration. Zu uns kommt morgen in die rote Ecke. Aus Hamburg, the one and only Killer Queen, Susi Kentikian. Die Weltmeisterin der WBA. 28 Jahre alt. 1,55 Meter groß. Profi seit 2005. Genau am Limit, 50,8 Kilogramm für die Weltmeisterin der WBA, Susi Kentikian. 37 Kämpfe, 34 Siege, 17 Mal gewann sie durch K.O. Sie ist die amtierende Weltmeisterin der World Boxing Association, Susi Killer Queen Kentikian. Morgen Abend, 10 Runden sind angesetzt für die WBA, WIBF und GBU Weltmeisterschaft im Fliegengewicht. Live ab 0 Uhr auf Sport 1. Susi Kentikian gegen Susana Cruz Perez. So please do the stare down, ladies. Short stare down. The Queen takes it all. Sie sehen die Gürtel. Die will Susi Kentikian am morgigen Abend vereinen. Den WIBF-Gürtel, den WBA-Gürtel und den GBU-Gürtel. Susi Kentikian nach 11 Monaten ist sie endlich wieder zurück im Ring. Morgen Abend der Hauptkampf in der Inselpark Arena live um circa 0 Uhr auf Sport 1. Einige wenige Restkarten sind noch zu haben. Schauen Sie also vorbei morgen Abend bei der Care Energy Susi Kentikian Boxgala. Dankeschön. Für das Teamfoto ist natürlich auch noch Zeit, meine Damen und Herren. Das Trainerteam. Margo Yangubayev auch dabei. Der Trainer zur Linken, Arthur Grigorian. Selbst jahrelanger WBO-Champion im Leichtgewicht. Jetzt in der Ecke bei der WBA-Championess Susi Kentikian. Thank you.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von heute hier von mir. Morgen Abend 19 Uhr öffnen die Tore, 20 Uhr geht's los, der Live-Kampf dann. Die WBA, WIBF und GBU-Weltmeisterschaft im Fliegengewicht der Damen gegen 0 Uhr live auf Sport 1. Seien Sie mit dabei morgen Abend in der Inselpark Arena im schönen Hamburger Süden in Wilhelmsburg. Danke und bis morgen. Ciao, tschüss.